Wann ist der Krieg für euch in Jugoslawien zu Ende gewesen? Begonnen. Begonnen. Das weiß ich, da bin ich noch zu klein gewesen. Es hat halt angefangen im 44er bei uns. Im 44er. Was ist mit Ihrem Vater gewesen? Der war zu Haus, da ist eine Trommel, bei uns war die Trommel früher. Die müssen sich alle in der Gemeinde melden, die was noch zu Hause sind, von 16 bis zu 60, und die was nicht gingen, die werden alle erschossen. Dann ist ja jeder gegangen. Wo? In Philippowo haben sie das gemacht. Die haben sie müssen melden. Draußen. Bei der Gemeinde. Bei der Gemeinde. Die haben sie alle aufgeschrieben. Und dann um 4 Uhr Nachmittag haben sie dann die Glocke noch gerade. Ding noch hat einer noch gefragt, ob wir können leiden gehen irgendwie am Mann. Hat er gesagt, ja. Aber da haben sie schon gnädig gehabt, die Serben. Weil es finster schon wird, im November. Früher war bei uns kot überall, nicht auf der ersten Straße, wobei das ja alles betoniert schon. Na, und noch 4, 5 haben sie alle von der Ortschaft aus, wie die Schaufel. Hat jeder Stichschaufel gehabt und aus der Ortschaft zu zweit aus, wo sie hießen, in der Dämmerung. Schwanzfurt alle. Keine Spur. Was ist mit deutschen Leuten passiert? Die Deutschen waren alle in Kakovo. Im 44 haben sie den Vater fort, im 45 im April. Mit Mutter, mit ihrer Schwester. Die sind alle. Wir waren noch zu Hause. Bei uns ist nichts passiert. Nein, wir waren noch zu Hause bis im April. Am 31. März haben sie bei uns angefangen. So war es genau. Das war gerade am Karfreitag und schon angefangen. Ich habe noch mein Osternest gekriegt gehabt, schon Karfreitag für die Ostern. Ne? Dann haben sie nachher Gakova. Gleich auf Gakova, ja, ja. Wir sind gleich auf Gakova gekommen. Und was ist Gakova? Gakova war ein Konzentrationslager. Genau, ein Vernichtungslager. Weil Gakova haben wir nicht gewusst, auch weil alle gestorben sind. Tot, jeder Tag tot. Jo, jeden Tag mehr gestorben, wie. Da sind immer die, was reingekommen, die was noch leben und die anderen. Wir waren bewacht, wir nicht dürfen von der Gakova aus der Ortschaft raus. Nicht außen dürfen. Wann ist Ihre Mutter gestorben? Im 46er. Genau, 44er ist der Vater, 45er im Lager, im 46 im April ist die Mutter gestorben. Genau, genau. Auch im April. Genau, 10 Tage später wie meine Schwester mit anderthalb Jahren. Die war noch gar anderthalb Jahre, die war erst in 7 Monaten. Weil im September ist sie geboren. Ja. Nein, da war sie schon anderthalb Jahre, weil diese Jahr ist sie schon gegangen drüber. Ihre Schwester ist auch gestorben. In Kakovo. Jüngste? Nein, meine Mutter, ihre Schwester. Der Mutter, ihre Schwester ist auch gestorben. Ja, ja. Die war glaube ich, jünger als meine Schwester. Ja, ja. Ja. Wir haben keinen Mensch mehr gehabt. Die Großeltern waren in Ungarn. Von der Vaterseite, die waren alle fort, und der Mutterseite ist niemand da gewesen. Wir waren ganz, ganz alleine mit 3 dann. Ich bin zwischen 6 und 7 ungefähr weg von Kakovo und dann habe ich nichts mehr gesehen, nichts mehr gehört. Wann das aufgelöst ist worden, ich weiß es nicht. Der 44. Vater, 45 sind wir vertrieben worden. 46 und 47, ja, waren wir alle weg, genau. Musste ich noch studieren, was für Jahr das war, weil das so schlechte Zeiten waren. So schlecht. Wirklich war. Wann haben Sie das letzte Mal da gewesen? In Jugoslawien? In Vojvodina, ja. Heuer. Ich gehe jedes Jahr oben, es zieht mich doch oben. Jedes Jahr? Ja, weil mein Vater und meine Mutter unten liegt. Es zieht mich oben. Ich kann Ihnen einen Film sagen, mein Elternhaus. Ich war im Elternhaus das erste Jahr vor 40 Jahren. Und er war mit Herr Wandes schon. Ich hab gewusst, wo mein Elternhaus ist, wo ich noch so klein war. Ich fühl, war ich sehr groß, ich war 500 Häuser. Und dann habe ich am Tier geschaut, und das Tier war offen. Und hab dann, ist er hergekommen, habe ich gesagt, ich möchte bitten, ob ich kann das Haus anschauen, nur nicht so, weil ein bisschen Erinnerung oder von den Eltern vielleicht noch ein Bild oder etwas, da nehmen wir gar nichts von meinen Eltern. Hat er gesagt, je bem die Schwabe ist, war die, ich lasse es over Kutsche, ich nicht alles erwische. Warum nehmen wir schon wieder Blitzschirm, nicht? War er mit dem Vater ist gekommen, war ich krank, hat sie gesagt, Lissi, dreh dich doch einmal um. Dreh mich um, sag ich, was ist? Dreh dich um, sag ich, was ist? Sagt ich,
Träume Umsatz, schau mal auf die Wand. Sag ich, in Gottes Wille. Und ohne da, der hat das bemerkt, dass was nicht ist, aber ohne, er kann nicht Serbisch, ein Deutsch. Und ich sag zu ihm, stehe da! Da so meine Tata bedanken. So hat er auf dich gesagt, ja. Mein Verbrecher, der Vater, dem Vater, sein Verbrecher. Der Tito, der Rakoschi, der Milacovic, der hat alle auf dem Bein. Kannst du ihm, ja, kann ich sagen, ich will da Oster, bitte. Die, meine Tata Bande, da kann ich so. Das sind mein Vater, seine Bande. Ja, sind sie Blaschen und Steuer und da kann ich so. Ja, kannst du ihm, mal ihm, der war's, da war schon Tata. Ja, was kannst du ihm, da ist die noch. Erst Erna, geh mal in mein Elternhaus, sagt sie. Das ist doch nicht ein Elternhaus, sag ich, na freilich ist es. Sag sie, schau doch an, geh herauf, geh mal weiter. Sag ich, du, das ist es. Sag ich, jetzt geh ich ein und frag. Sag ich, du kannst dir reden. Bin ich reingegangen, ist gleich umgegangen, meine junge Frau. Sag ich, dobro dan, kannst du dobro dan? Kannst du mir, jeste wie, ove novi, gastest du, sollst du ove gut schon kupili? Kannst du, jeste. Stwane, wisst du auch kupili? Kannst du, jeste, ja, so ein kupili. Und so, als ist Watzeli, ist, ihr nekte die Gaso. Ja, kannst du ihm, Gott, Junge, stehst du wie pravile so ovo paste, so ovo kuću? Und wo bist du? Kannst du, zašto? Kako ste vi lepo pravili? Joj, ona bila lepo sa meni. Sad smo prošle godine bile, dolazite, dolazite. I sa komšinim telefoni, telefoniram. Vi možete dolazite svaki pot kad volete i dolazite. I kad nešto volete, kažem, ja vas pravim to. Strašno, strašno dobri su.